Das hier ist ein Video für diejenigen, die noch nie gehört haben, dass ihre introvertierte Art etwas Gutes ist. Für diejenigen, die dringend mal hören müssen, dass introvertiert zu sein in vielen Situationen sogar eine echte Stärke ist. Auch Introvertierte wissen, wie sich Einsamkeit anfühlt. Diese fehlende Zugehörigkeit, die Sehnsucht nach Verbundenheit. Aber da wir aktuell in einer extrem von Sozialkontakten geprägten Zeit leben, ist für uns Intros auch die Zeit allein oft heilig. In diesen Momenten des Alleinseins können wir mal kräftig durchatmen, zur Ruhe kommen oder unseren liebsten Beschäftigungen nachgehen. Und da muss sonst keiner sein. Wir können gut allein sein, ohne uns einsam zu fühlen. Und das ist definitiv eine Superkraft. Manche armen Menschen verlieren sofort den Verstand, wenn mal niemand für sie Zeit hat. Allein in ihrer Wohnung fällt ihnen nicht ein, was sie tun sollen. Einfach mal einen Solo-Spaziergang in der Natur zu machen, das klingt für sie furchtbar. Na dann lieb ich mir doch meine Ruhe. Das macht uns außerdem unabhängig. Wir müssen häufiger unsere alltäglichen, aber auch unsere emotionalen Bedürfnisse selbst bewältigen. Mit uns klarkommen, uns beschäftigen. Einsamkeit ist ein echt ekliges Gefühl, denn viele von uns lässt es auch ins Wanken geraten. Um nicht einsam zu sein, biedern wir uns an. Treffen Leute, die wir nicht wirklich mögen, erhalten Freundschaften aufrecht, die uns nicht gut tun. Sich davon lösen zu können, weil allein und einsam zwei verschiedene Dinge sind, ist wunderbar. Und das würde ich bestimmt nicht aufgeben wollen. Du etwa? So gut wie niemand würde wohl sagen, dass er oberflächliche Menschen mag. Tun zwar viele, aber zugeben würden sie das eher nicht. Oder sie wissen halt gar nicht so wirklich, dass sie es mit Oberflächlichkeit zu tun haben. Nein, im Normalfall sagen die meisten wohl, dass sie tiefgründige Menschen mögen. Und da kommen Introvertierte ins Spiel. Tiefgründigkeit liegt den meisten von uns nicht nur im Blut, wir fördern sie auch immer weiter. Denn Introvertierte wollen nicht die ganze Zeit reden, sie wollen auch zuhören. Eine ziemlich wichtige Eigenschaft, um in Gesprächen nicht nur abwechselnd was zu sagen, sondern eine echte Konversation entstehen zu lassen. Bei bestimmten Themen muss nicht so genau aufgepasst werden. Über das Wetter, die Bundesliga oder irgendeine Nachrichtenmeldung ein bisschen Smalltalk zu machen, das ist nicht schwer. Nur manchmal anstrengend. Aber wir streben nach tiefergehenden Ideen und Gesprächen. Wir wollen ein Thema durchdringen, fühlen oder aufdröseln. Da sind wir Introvertierten natürlich nochmal ganz verschieden. Wo ich unbedingt Logik anwenden will, gehst du vielleicht auf das Gefühl. Wo ich einen Zusammenhang zwischen verschiedenen Dingen sehen will, konzentrierst du dich vielleicht auf ein spezielles Detail. Aber gemeinsam haben wir, dass es mit uns leicht ist, tiefgründige Gespräche zu führen und somit auch tiefgründige Bindungen einzugehen, weil wir nicht überall dabei sein müssen, unsere Energie achtsamer einsetzen und Informationen und Eindrücke erst einmal aufsaugen, bevor wir in die Diskussion einsteigen. Wären wir alle gleich, wäre das nicht nur ziemlich langweilig, sondern auch keine besonders gute Überlebensstrategie für die Menschheit. Wären alle extrovertiert, würde das einige Probleme verursachen. Natürlich ist das umgekehrt genauso der Fall. Ob auf Arbeit, in Freundschaften oder in romantischen Beziehungen. Viele Menschen sehnen sich nach einem Ruhepol. Nach jemandem, der in dieser hektischen Neuzeit und bei all dem Stress eben nicht einfach mitmacht, sondern jemand, der Ruhe ausstrahlt und auch mal Pause drückt. Immer wieder flattern bei Wanderlust Introvert auch mal Nachrichten von extrovertierten Menschen rein, die sich dann bedanken, weil sie ihre introvertierten Partner, Freunde oder Familienmitglieder besser verstehen. Nicht immer funktioniert die Kombination aus introvertiert und extrovertiert. Aber oft genug eben doch. Die Welt und viele Menschen könnten also gar nicht auf unsere introvertierte Art verzichten. Ehrlich gesagt scheint es sogar so zu sein, dass mehr und mehr moderne Trends für uns Intros ein Kinderspiel sind, während sie für Extrovertierte geradezu revolutionär wirken. Aber dazu mehr bei Punkt 8. Wenn es um Introvertierte am Arbeitsplatz geht, wird sehr oft über die Probleme gesprochen. Coaches und Gurus wollen uns gerne die introvertierte Art austreiben, damit wir den richtigen Business-Mindset haben und Money, Money, Money machen können. In Wahrheit sind Introvertierte in den meisten Branchen und Unternehmen längst wichtige Bestandteile des Erfolgs. Sie fokussieren sich gerne auf ihre Arbeit, verbringen oft weniger Zeit mit leerem Gerede und wenn sie sich etwas vorgenommen haben, ziehen sie das meist auch bis zu Ende durch. Bei einigen reicht das so weit, dass sie in Führungspositionen gelangen. Dort reden sie nicht nur, sie hören auch zu. Und was sie von sich selbst erwarten, erwarten sie auch von anderen.
also ist sorgfältiges Arbeiten ziemlich weit oben auf der Prioritätenliste. Und da Menschen wie Albert Einstein, Emma Watson oder Bill Gates introvertiert waren bzw. sind, kann man auch echt nicht behaupten, dass Erfolg und Karriere den Extrovertierten vorbehalten sind. Hin und wieder begegnen mir auch Introvertierte, die sich für den absoluten Renner halten. Richtige Krönung der Menschheitsentwicklung. Alle anderen sind dann doofe Mitläufer, aber der Introvertierte selbst, der schwebt über den Dingen, braucht niemanden und wenn er wollte, ja wenn er dann wollte, könnte er längst die Weltherrschaft an sich gerissen haben. Das ist aber die Ausnahme. Ich nehme viele Introvertierte als ziemlich bescheiden wahr, was wohl durch das viele Beobachten und Reflektieren kommt. Sich über Wert zu verkaufen und anzugeben, liegt den meisten von uns so gar nicht. Ich vermute, das liegt eben daran, dass wir viel sehen, wahrnehmen und dann auch ins Verhältnis setzen. Einfach zu behaupten, wir könnten etwas oder wären etwas, ohne es belegen zu können, fühlt sich nicht richtig an. Wir wissen es meist besser. Führt das auch immer mal dazu, dass wir uns unter Wert verkaufen? Leider ja. Nur können wir mit der Zeit natürlich auch das Selbstbewusstsein aufbauen, um in der sorgfältigen und gewissenhaften Arbeit und Lebensweise eine Stärke zu sehen. Das können wir dann gut begründen und wir können uns auch mal verteidigen, wenn jemand an uns zweifelt. Das ist mir tausendmal lieber, als wenn ich mich ins Rampenlicht drücken müsste, einfach nur, um dort zu stehen. Selbstüberhöhung oder das Vertuschen von Schwächen ist ja leider dank Social Media mehr im Trend denn je. Aber Hampelmänner und Hampelfrauen, die viel reden, aber nichts sagen, die gab es schon immer. Und ich beobachte ziemlich selten, dass es sich dabei um Introvertierte handelt. Introvertierte sind nicht per se klüger oder besser als andere Menschen. Aber man erhöht seine Chancen, keinen Müll zu reden, wenn man nicht jeden Gedanken sofort herausposaunt. Ich spreche ja immer wieder darüber, dass die Welt ziemlich laut geworden ist. Und diejenigen, die ungefiltert alles sagen, was sie denken, sei es auch noch so unkorrekt oder gemein, tragen definitiv ihren Teil dazu bei. Introvertierte überlegen in vielen Situationen zweimal, bevor sie was sagen. Deshalb heißt es ja auch oft, wir wären still oder ängstlich. Was aber nicht mit Introvertiertheit einhergehen muss. Und da gibt es ja auch noch dieses andere Phänomen. Mit den richtigen Menschen und beim richtigen Thema fangen wir ordentlich an zu quasseln. Denn da fühlen wir uns wohl und da wissen wir, dass wir etwas zu sagen haben. Aber im Alltag oder unter Fremden oder Gott bewahre beim Smalltalk, da zögern wir eben häufiger. Was uns gerne zum Vorwurf gemacht wird, aber gleichzeitig beschweren sich Menschen verschiedenster Persönlichkeitstypen doch auch darüber, dass jeder zu allem eine Meinung haben muss. Oder darüber, dass gefühlte Wahrheiten über Fakten gestellt werden. Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Das ist ein über viele Sprachen hinweg bekanntes Sprichwort, das seit Jahrtausenden in verschiedenen Abwandlungen weitergegeben wird. Das passt zu uns Introvertierten definitiv eher als zu den Extrovertierten. Es gibt Kunst, die entsteht im Austausch mit anderen. Und es gibt Kunst, die kann nur in Isolation entstehen. Ich frage mich bis heute, wie extrovertierte Menschen beim Bücherschreiben nicht verrückt werden. Man sitzt monatelang an ein und derselben Sache und hat keinen echten Austausch mit anderen. Na gut, es gibt natürlich Autoren, die viel Austausch in den Prozess einfließen lassen. Aber unter Autoren ist die Anzahl von Introvertierten wahrscheinlich ziemlich hoch. Auch viele andere Formen der Kreativität wie Malen, Zeichnen, Musizieren oder YouTube-Videos machen, finden zu großen Teilen allein statt. Um dabei viel Freude zu spüren und dran zu bleiben, hilft es schon, sich nicht einsam zu fühlen, oder? Ich glaube nicht, dass Kunst als Folge von Rückzug von Natur aus mehr wert ist als Kunst durch Austausch. Aber viele großartige Werke, ob Bücher, Filme, Musik oder Gemälde, sind nun mal die Folge von Alleingängen. Manchmal frage ich mich, ob mich nicht häufiger der Drang zu mehr Kontakten überkommen würde, wenn ich nicht so viel Spaß am Schreiben und Schaffen hätte. Ich empfinde es als Privileg, dass ich immer neue Dinge ausprobieren kann, jederzeit und nach meinem eigenen Tempo. Einfach nur, weil ich introvertiert bin und somit gut allein klarkomme. Viele moderne Trends sind für uns Introvertierte irgendwie total selbstverständlich oder zumindest leichter mitzumachen. An manchen Tagen fühlt es sich sogar an, als wäre ein introvertierter Lebensstil die Antwort auf viele, viele Probleme der Neuzeit. So gibt es mittlerweile Silent Retreats. Da reisen dann Leute irgendwo hin, um nicht mehr zu reden. Manch einer macht so ein Experiment auch zu Hause. Die Erkenntnisse sind immer Wahnsinn und oft wird das Ganze social-media-freundlich aufbereitet. Selbst als Introvertierte, die sogar ganz gerne redet, klingt das für mich jetzt nicht so revolutionär oder anstrengend. Gleiches gilt für Achtsamkeit. Es ist nicht so, dass ich das nicht üben müsste oder nichts mehr lernen könnte.
Aber von Natur aus liegt es uns doch zu beobachten. Und Beobachtung ist ein wichtiger Teil der Achtsamkeit. Minimalismus ist ein Weg, um Unordnung nicht nur in der Wohnung, sondern im Leben zu reduzieren. Auch da denke ich mir, na, das liegt uns Introvertierten, die sich gerne auf das Wesentliche besinnen, doch besonders gut. Ich könnte jetzt noch weitermachen mit Meditation, der steigenden Beliebtheit von Stoizismus oder dem Slow-Living-Trend. Ganz viel von dem, was uns heute als Heilmittel für Stress oder Unzufriedenheit verkauft wird, liegt Introvertierten eher als Extrovertierten. Und nein, das heißt nicht, dass diese Dinge extrovertierten Personen deshalb nicht offen stehen. Aber die Welt wurde jahrzehntelang gefühlt nur schneller, lauter und oberflächlicher. Ob das auch wirklich so ist, keine Ahnung. Gefühlt ist es aber allemal so und somit hat es definitiv reale Auswirkungen, dass wir die Welt so wahrnehmen. So langsam scheint dabei einigen ein Umdenken stattzufinden. Auf dieses Umdenken sehe ich Introvertierte gut vorbereitet. Einige sind längst auf diesem Weg, manch einer hat es nie anders gemacht. Ich habe keine Zweifel daran, dass uns Gurus, Coaches, Werbeanzeigen und Menschen im echten Leben weiterhin entgegenklären werden, dass wir dringend extrovertiert werden müssen, um Erfolg zu finden. Das wird sich wahrscheinlich immer gut verkaufen. Die Frage ist nur, wie ernst wir das nehmen können, wenn gleichzeitig an allen Ecken und Enden mehr Entspannung, Selbstfindung und Ruhe gepredigt wird. Und ich weiß, das ist nun kein revolutionärer Abschluss, aber vielleicht sollten wir mit unseren natürlichen Bedürfnissen arbeiten und dadurch unseren persönlichen Weg finden. Für uns Introvertierte gehört dann dazu, dass wir erkennen, dass wir in vielen Situationen und Beziehungen Stärken haben, für die wir geschätzt werden. Und wenn sich an manchen Tagen kein anderer Mensch findet, der uns schätzt, dann übernehmen wir das halt auch mal selbst. Das liegt uns ja irgendwie. Danke an alle Patreon-Unterstützer, an die fleißigen Kommentarschreiber und einfach danke, dass du mal wieder bis zum Ende geblieben bist.